hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Okay, wir starten wieder durch mit Tomb Raider War of the Worlds. Und es geht wie immer weiter. Und zwar mit Speicherpunkt 144. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Wie immer die große Frage, wo bin ich hier? Ich erinnere mich, ich bin jetzt hier. I'm not surprised that people wanted to get here. Ja, ich wollte einmal kurz zuhören, was Lara zu erzählen hat. Auf jeden Fall, ich bin hier rausgekommen. Und jetzt werde ich mich erstmal hier so ein bisschen umschauen. Genau, weil ich nämlich keine Ahnung habe, was jetzt hier ist. Was haben wir hier zum Beispiel? Eine Plattform zum Jumpen. Ja, ein schöner Überblick, ne? Oh, das ist nochmal ein schönes, großes Level. Was ist denn da hinten? Das sieht doch schon mal... C10. Ein Türchen. Okay. Eine Ampel. Aha. Okay. Springen wir mal hier rüber. Ja, kann man auch darüber springen? Ist ja irgendwie so ein bisschen verlockend, ne? Ich würde sagen, Versuch macht klug. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Oh, ich höre etwas. Ein Wildschwein. Ich denke mal, das wird wohl unten sein, ja. Okay, okay. Ja, aber da schauen wir mal gleich nach. Was kann man denn hier Schönes machen? Nichts versteckt? Das wäre doch ein schöner Ort für ein Geheimnis. Ah, was ist denn da oben? Okay, aber ich glaube, da kann ich nicht hochspringen, oder? Ich könnte ja da drauf springen. So, dann machen wir das mal. Wenn wir gerade hier oben sind. Aha. Das wäre was für mich. Bam! Okay, was haben wir hier noch? So eine Kontrollstation vielleicht? Ja, irgendwie sowas. Und hier komme ich wieder runter. Na gut, dann machen wir das mal. Okay. Jetzt bin ich unten. Oh, ich nehme mal eine andere Waffe. Wie war das nochmal? Nee, ein bisschen übertrieben. Komm her. Ja, wo bist du denn? Ich sehe doch. Hast du wenigstens was fahren gelassen für mich? Natürlich nicht. Aber die nächste Kiste. Ja gut, wenn das so weitergeht, dann kann ich hier richtig was einsammeln. So, ich habe schon wieder kein Licht, sehe ich gerade. Ja, das sieht ja schon wieder ein bisschen freundlicher aus. Dann checken wir mal hier die Lage. Ja, wie immer drücke ich die falsche Taste. Okay, okay, okay. Da steht noch. Warum guckst du da nach oben? It's a good place to make radio contact with the others. Ah, da wäre ein guter Funkplatz, um sich mit den anderen in Verbindung zu setzen. Okay, dann wollen wir das mal testen. Kommen wir da jetzt hoch? Sehe ich da was? Nee, nur Müll. Wie kommen wir da jetzt hoch? Lass mich rein, lass mich raus. Ja, das ist ein bisschen sehr hoch. Hm. Okay. Ah. Oh, war ein kleiner Bug.
Hier ist, ah, hier ist C10, was ich vorhin gesehen habe. Hier ist irgendwie nichts, ne? Kann man hier hoch? Okay. Ja, und jetzt? Machen wir mal einen Jump. Ah. Einfach mal blind gesprungen. Und schon habe ich was ergattert. Mal noch höher vielleicht. Vielleicht kann man da reinkriechen. Ja. Oh. Lara. Ich würde sagen, du hast ein kleines Problem. Das ist was Schlangenartiges. Ist ja gut. Ja, Lara, du solltest schon so ein bisschen zielen. Okay, sie hat getroffen. Nun? Mal gehen wir mal hier hoch. Da wäre eine Plattform. Mal, das ist so gedacht. Interessant. Und nu? Ah, das ist noch eine Plattform. Ne, hier komme ich doch her, ne? Von der Plattform komme ich her. Soll ich da etwa echt da drauf springen? Positionieren. Nee, das geht nicht. Ah, geht doch. Es geht doch. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich bin einfach nochmal weiter gesprungen. Jetzt haben wir hier noch ein Geheimnis, oder wie? Ah, toll. Okay. Das Geheimnis haben wir schon mal gelöst. Ist doch schon mal ein Erfolg. Oh, war ein bisschen weit. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Oh. Das war jetzt so nicht gedacht. Ja, wie komme ich jetzt an die Kante? Ja, oder geht das doch? Ja, wie soll die da springen? Ich bin verwirrt. Vielleicht hier mit diesem Rennjump. Oh. Ja! Ja, jetzt bloß nicht runterfallen. Es hat geklappt. Yippie-yay. Okay, ich bin drin, aber ich speichere vorher mal ab. Bevor ich jetzt hier reingehe, einmal die Lage checken. Ah, da liegt was für mich zum Einsammeln. Ja, das ist doch schon mal gut. Genau. Hier ist das Fenster. Dieses Level gefällt mir jetzt schon ein wenig besser als das vorige. Das war so ein bisschen düster. Das ist halt so im Kanal herumzulaufen. Keep out, jawohl, hier muss ich hin. Ich bin schon wieder im Kanal. Ah, ja, muss hier durch. Ich glaube, da liegt auch noch was. Ja, gehen wir her damit. Aber oft ist das auch ein Indikator dafür, dass eine Kiste.
ein Indikator dafür, wenn viel Munition liegt, dass bald Gegner kommen. I love it. Wir müssen mal so ein Level geben, wo man nur gegen Kisten und gegen Scheiben schießt. Mit unendlich Munition. Ja, mal gucken. Ah, nee, nicht schon wieder. Das kennen wir doch, ne? Ich denke, ich brauche mal wieder Strom. Muss ich jetzt hier reinkriechen? Komm, kriege ich mal hier hinein. Und folgen mal der Stromleitung. Und aktivieren per Schalter den Stromkreislauf. In etwa so. Ja, wäre zu einfach. Dann gehen wir halt eben hier hoch. Und folgen dieser Stromleitung. Okay. Ach, jetzt bin ich wieder hier, wo ich vorhin war. Das ist auch gut so, weil hier habe ich noch nicht alles abgescheckt. Genau, hier bin ich schon hergelaufen. Hier kann man auch hoch. Okay, die Luke ist aber noch dicht. Insofern wird es wohl nicht viel bringen. Haben wir hier noch was? Oh, nein! Ich habe doch versucht zu bremsen, aber... This way to those ruins. Bestimmt muss ich den wieder eindrücken. Aha. Es tut sich was. Das habe ich vorhin nicht gemacht. Deswegen war das eigentlich gar nicht mal so verkehrt, dass ich drauf gegangen bin. Soll ich hier mal runterrutschen? Ich kann hier nicht viel machen. Da ist ein Stein, den muss ich wirklich nach oben befördern. Da oben liegt was. Komm, gehen wir mal runter. Was wir haben, das haben wir. Medipack. Ja, das ist in Ordnung. Okay, Plan B. Dann hätte ich noch Plan C im Angebot. Ja, Plan B ging gut. Ah ja, genau. Den Knopf habe ich reingedrückt. Und es könnte vielleicht... Kaum glaube. Nee. Ich brauche nach wie vor Strom. Der Knopf ist drin. Zack, zack, zack. Ja, gehen wir wieder hier durch. So, wollen wir mal hier hineingehen? Jo. Das ist schon mal erledigt. Aber bevor ich da reingehe, schicke ich erstmal hier die Lage. Was ist, wenn ich hier reingehe? Könnte man auch, ne? Okay, das wäre zu einfach. Sammeln wir erstmal hier ein paar Gegenstände ein. Da müsste doch noch was liegen. Ja. Jo. Ach, einfach rein.
Oh, was ist denn jetzt gemacht? Oh, oh, ich bin jetzt irgendwie einfach gesprungen, einfach irgendwie... Ja, jetzt bin ich hier. Wo auch immer. Ich bekomme 50 Gummipunkte, okay. Okay, ich glaube, Lara ist auch nicht so glücklich, dass sie hier ist. Haben wir schon mal etwas gemeinsam. Okay, ich könnte jetzt Feuer mitnehmen. Da geht es irgendwie wieder nach oben. Steht da überhaupt? War of the Worlds. Ah, da kommt der Titel her. Ja, da machen wir auch mal einen Screenshot von. Ja, das habe ich schon gedacht, das wird nicht passen. So, ich könnte hier ein Feuer entfachen. Hier scheint jemand etwas zu grillen, ne? Ich schaue das mal eben an. Also, ich bin nicht alleine hier. Da haben wir schon wieder ein Knöpfchen. Und ein Abgrund. Genau, ich muss hier auf die andere Seite. Und diesen Knopf hier betätigen. Das ist aber ein Riesenknopf hier, ne? Der hat doch was. Mit dem Kinn reingeschoben. Perfekt. So. Meins. So, jetzt muss ich irgendwie wieder zurückspringen. Ja, springen einfach mal zurück, würde ich sagen. Ah ja, jetzt hat es funktioniert. Oh ja, das war ja einfach. So, jetzt wird es ein wenig knifflig. Denn ich muss diesen Knopf hier betätigen, was als solches kein Problem ist. Dann muss ich ganz schnell hier zurückrennen auf die Plattform, die da gleich rauskommt. Okay. Da bin ich beim letzten Mal hängen geblieben. Da kam ich partout nicht weiter. Warum ist hier überhaupt so eine komische Plattform? Kommen wir da irgendwie auch noch irgendwo hin? Aha. Okay, wir machen mal einen Test. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Schritt näher. Aha. Gehen wir erstmal nach oben. Vielleicht kann man hier auch noch irgendetwas managen. Ja. Eine Art Geheimnis vielleicht. Okay, ist ein bisschen übertrieben. Für so eine kleine Kiste. Das sollte reichen. Ah, ein Geheimnis. Oh, da liegt noch was. Immer her damit. Ja, ist schon klar. Nein, nicht. Du solltest rennen. Okay. Irgendwie hier drüber springen. Und dann muss die Lara nochmal springen.
Ja, da muss ich irgendwie weiterspringen, aber wie soll man das denn schaffen? So Leute, ich habe es geschafft. Ich bin drüben. Ja, wie habe ich das gemacht? Gehe nochmal kurz zurück. Ja, sieht man jetzt schlecht. Hier oben ist ja die Plattform, die rauskommt. Er kommt hier so angerannt. Natürlich in den Sprintmodus, sage ich mal. An den äußersten Zipfel abspringt, nochmal springen. Und man muss direkt auf der Plattform landen. Dann hat man eine Chance, das zu schaffen. Weil 12 Sekunden sind nämlich verdammt wenig. Wie dem auch sei, ich hab's geschafft. Juhu! So, nu, Sackgasse. Hoho. Und nur ein Geheimnis. Das wär's, ne? So, was haben wir denn da? Na komm, Lara. So. Oh! Wen haben wir denn da? Gut. Oh, nee. Okay. Nicht auf Zeit. Gott sei Dank. Vielleicht noch ein bisschen drehen. Aha. Okay. Jetzt müsste noch eine Plattform kommen. Das wäre die gute Frage. Wo ist sie? Bestimmt sieht man die, wenn nicht. Hätte ich vielleicht vorher gucken sollen. Ah. Ah ja, das passt. Okay. Wo bin ich jetzt hier? Aha. Hier bin ich also. Okay, speichern wir mal eben ab.